Willkommen zu Recent News Live am 7. Januar 2016. Mein Name ist Alexander Benisch und wir sind live für die nächsten 90 Minuten. Die Ereignisse in Deutschland, in mehreren großen deutschen Städten, anscheinend auch in österreichischen Städten. Diese Ereignisse haben wahrscheinlich sogar eine historische Bedeutung. Ganz, ganz wichtiges Ereignis in unserer heutigen Zeit, meine Damen und Herren. Ein das kann man gar nicht genug betonen. die polizei hat endlich das schweigegebot gebrochen. die polizei hat es tatsächlich gewagt, die mit der wahrheit rauszurücken und sich damit den wünschen der politik entgegenzustellen. dann die alternativen medien, die sozialen netzwerke, einfach die bürger haben die vorfälle ähm, besprochen, sie haben sich äh, ausgetauscht, sie haben andere Leute informiert. Die Bürger über die alternativen Medien und die sozialen Netzwerke haben die Politik und die Massenmedien vor sich hergetrieben, bis die Berater der hohen Politik nicht mehr anders konnten, als zu empfehlen, jetzt müssen wir mit der Wahrheit ans Licht rücken, jetzt müssen wir damit rausrücken, äh, wir müssen die ganze Sache zugeben. Und Konsequenzen ankündigen. Und sogar die Kanzlerin war genötigt, zwei kleine, kurze Sätzchen dazu zu sagen. Äh, so das minimalste Eingeständnis. Ansonsten hielt sich die Kanzlerin zurück, anscheinend, weil ihre PR-Berater, ihre Politikberater ihr das so empfohlen haben. Sie möchte sich aus der Schusslinie nehmen, obwohl anscheinend laut Polizeiberichten äh, diese Straftäter, Straftäter äh, mit Migrationshintergrund, meistens waren es äh, Syrer anscheinend. Dass diese Leute teilweise gesagt haben, hey, ihr könnt mir nichts. Ich bin aus Syrien, ihr müsst mich gut behandeln. Die Kanzlerin hat mich eingeladen. Also das spüren die Bürger auf einmal ihren eigenen Einfluss. Treiben die Politik, treiben die Politik vor sich her, treiben die Massenmedien vor sich her. nach tagelangem schweigen ist das ganze in den massenmedien plötzlich überall top story. ganz oben fast hätte das, äh, dieser vorfall in frankreich äh, die story von den topplätzen verdrängt. jemand mit einem äh, falschen unechten sprengstoffgürtel wurde dann erschossen in frankreich und äh, sobald es dann bekannt war dass es sich nicht um echten sprengstoff handelte äh, rückte dann das thema silvester wieder ganz nach oben. Die Massenmedien versuchen das verlorene äh, Vertrauen der, des Publikums zurückzugewinnen. Deswegen trommeln sie jetzt, deswegen bringen sie mehr Einzelheiten und versuchen es mit Offenheit. Einige Migrationsfreunde hatten ja gehofft, dass sich die Sache vielleicht doch noch zu ihrer Zufriedenheit entwickelt und vielleicht rauskommt, dass gar nicht so viele Migranten beteiligt waren oder dass man nichts Genaues nachweisen kann und so weiter. Diese Hoffnungen platzen heute Morgen. Die Bild legte einen Polizeibericht einem leitenden Beamten einer Hundertschaft schließlich veröffentlichte Welt Online auch noch die Langfassung, wo eigentlich nur noch die Namen gekürzt waren, angeblich, was anderes sei nicht mehr äh, gestrichen worden. Also die Bild will Sympathien zurückgewinnen, die Springerpresse, auch die anderen großen Medien, die dann darüber berichten, wollen Sympathien zurückgewinnen, damit sie auch wieder ein Stück weit die Kontrolle über die Debatte zurückgehalten. Also die Kölner Polizisten entsagten im Schweigekartell und informierten uns, sie hätten durchaus einige Personen kontrolliert als festgenommen. Es sei bekannt, sei der Polizei bekannt, um welche Personen es sich handle. Die meisten waren frisch eingereiste Asylbewerber. Sie haben Dokumente vorgelegt, natürlich auch verlangen, die beim Stellen eines Asylantrags ausgehändigt werden. Einer soll sogar nach der Personenkontrolle im Vorzeigen seines ähm, vorläufigen Asyldokuments soll das Dokument zerrissen haben und gesagt haben: Ihr könnt mir gar nichts. Ich hole mir ziemlich bald Neues. Dann wurde ja tagelang behauptet, es sei gar nicht so wild gewesen. Es äh, das Interesse der Täter sei hauptsächlich äh, Diebstahl gewesen. Man hätte einfach Taschendiebstähle begehen wollen. Und man hätte den Antanztrick versucht und dann waren die Top Story auf, bei der Springerpresse, äh, vor allem auf Welt Online waren die Top Story. Der Antanztrick, wie man sich davor, davor schützt, also äh, die Verantwortung liegt beim Bürger, dass man nicht so dumm ist und sich antanzen lässt von jemandem, der so tut, als sei er angetrunken und äh, derjenige kommt dir dann zu nahe und ah, sorry, ich bin ein bisschen gestolpert, nee, nee und klaut an dein Portemonnaie. Und jetzt kommt die Wahrheit raus. Die Polizisten sagen uns, nein, es ging den Tätern, und es waren sehr viele Täter, es ging den Tätern hauptsächlich um sexuelle Attacken. Und es ging nur beiläufig um Diebstähle. Sexuelles Amüsement. Also eine, eine Gruppe von Männern umkreist ein weibliches Opfer, schließt sich an und vergreift sich eine Frau, laut dem geleakten Polizeibericht. Hätte nur das Eingreifen der Polizei und das Eingreifen von Passanten, von Bürgern, hätte vollendete Vergewaltigungen verhindert. Also ist noch nicht mal ganz klar, wie weit diese Vergewaltigungen vorangeschritten waren. 100 Personen seien kontrolliert worden. Einige davon äh, wurden zur Wache gebracht, in Gewahrsam gebracht worden. Dann gab es dann widersprüchliche Angaben in der Öffentlichkeit. Ne, wir wissen nichts Genaues und es wird keine Verurteilungen geben und wir wissen nichts und wir stellen uns einfach dumm. Personenkontrollen ergaben, laut Kölner Polizisten, nur bei einer kleinen Minderheit handelte es sich um Nordafrikaner, beim Großteil der kontrollierten um Syrer. Also in dem gelegten Polizeibericht war immer wieder die Rede von massenhaft Leuten mit Migrationshintergrund, die völlig durchdrehten. Auch die schiere Anzahl der präsenten Leute mit Migrationshintergrund, vorrangig Syrer. Die schiere Menge von diesen Leuten war ebenfalls auffällig und verleitet einen Politiker zu, dem, zu der Spekulation. Vielleicht war es eine organisierte abgesprochene Sache. Außerdem haben wir ähnliche Ereignisse in anderen großen deutschen Städten und äh, anscheinend auch in österreichischen Städten. Äh, wenn sich tatsächlich dann zeigt, dass die Sache abgesprochen war, dann hätten wir es anscheinend mit einer organisierten Einschüchterung zu tun, wenn nicht gar mit Terrorismus. Diese Leute drehten durch, warfen Flaschen einfach in die Glasflaschen in die Menge, schossen mit Böllern auf die Leute, nahmen damit auch das Risiko in Kauf, dass eine Panik unter den Menschen ausbricht, was lebensgefährlich ist, hätte Tote geben können, so der Polizeibericht. Und die Präsenz der Beamten brachte die Täter nicht zum Umdenken. Im Gegenteil. Also normale Leute würden ja reagieren und sagen: Okay, ähm, okay wir haben das übertrieben, wir sind Gaga gewesen, sorry, ähm, wir, wir steigen jetzt auf die Bremse, aber da war äh, eine Dreistigkeit. Die, die Beamten noch nie gesehen haben in ihrer gesamten Dienstzeit. Und die ganze Ballerei simuliert auch irgendwo Krieg, wenn auf Leute da geschossen wird. Die sexuellen Attacken erinnern an Ausnahmezustände im Krieg, wenn keine etablierte Ordnung mehr existiert und sich bestimmte Männer nehmen, was sie wollen. Außerdem, im syrischen Konflikt. Weshalb hier ja die vielen Flüchtlinge zu uns kommen, gibt es eine Epidemie an Vergewaltigungen und das hat einen systematischen Charakter. Ich habe einen großen äh, Artikel im Atlantic Magazine, den ich Ihnen auch noch zeigen werde in der heutigen Sendung und weiteren Hintergrund liefern werde. Also, beide Seiten, verschiedenste Seiten in diesem Syrien-Konflikt, nutzen systematische Vergewaltigungen, um die andere Seite zu terrorisieren. Es wird also als Vergewaltigung wird als Werkzeug benutzt, nicht nur als Amüsierung, wie hier einer der Polizisten äh, vermutet hat, sondern es ist eine gezielte Einschüchterungsstrategie und äh, wird eventuell dieses Werkzeug Vergewaltigung auch in Deutschland eingesetzt. Vergewaltigungen wurden anscheinend unterbrochen, beziehungsweise der Beginn, unmittelbare Beginn von Vergewaltigungen wurde anscheinend unterbrochen, so der Polizeibericht, durch Beamte und Passanten, hilfreiche Passanten. Wann immer Passanten, wann immer äh, äh, anständige Leute dort vor Ort äh, hilfreich waren, äh, wurden diese Passanten, diese Leute bedroht von den Tätern. Eingeschüchtert. Im ganzen Bahnhof sei überall Erbrochenes gewesen, Stellen, die als Toilette genutzt wurden. Und natürlich die Asylbewerber nutzen alle ihre taktischen Vorteile aus. Die Schwächen im Asylsystem, mangelnde Registrierung, einige sind ja abgetaucht, manche haben mehrere Identitäten und so weiter. Beziehungsweise, wenn sie nachweisen können, dass sie einen legitimen Anspruch auf Asyl haben, dann versuchen sie halt eben dann das auszunutzen und denken sie haben diesen Spielraum sie können solche Dinge machen ohne Konsequenzen ohne ernste Konsequenzen zu fürchten also jemand hätte bei einer Ausweiskontrolle halt eben dann seinen Asylschein davor gezeigt hätte ein Grinsen im Gesicht gehabt und gesagt ihr könnt mir nichts ihr Bullen ich hole mir morgen einen neuen Schein dann äh, diese Täter nutzen einen weiteren Vorteil aus die Migrantenlobby die sie im Rücken haben also, jemand meinte dann, ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln, Frau Merkel hat mich eingeladen. Das hat natürlich eine tiefere Bedeutung. Eine ganze Lobby steht hinter diesen Leuten. Dann die schiere Masse. Ein Gewahrsam kam in dieser Lage, so die Polizei aufgrund der Kapazitätsgrenze in der Dienststelle, nicht in Betracht. Weiterer Vorteil, der brutal ausgenutzt wird, Kenntnisse der Schwächen des Strafverfolgungssystems. Also, geschädigte Zeugen wurden vor Ort bei Nennung des Täters bedroht, im Nachgang verfolgt. Dann, wenn man sich halt vom Acker macht und so weiter schnell genug, dann äh, weiß man, die Polizei ist damit überfordert. Weitere Vorteil, der ausgenutzt wird, die Non-Kooperation des Milieus, die Abschirmung. Wenn hingegen ein gewöhnlicher deutscher Krimineller äh, solche Sachen macht, dann hat er keine Lobby im Rücken. Er ist als Bürger greifbar, er ist gemeldet, hat eine Adresse. Er kann nicht einfach untertauchen, so ohne weiteres oder neue Identität annehmen. Er würde von Mitbürgern verraten werden. Er hat keine Massen an Mitstreitern. Also, natürlich verstehe ich das Argument, ja, es gibt ja auch deutsche Täter und so und äh, äh, man darf hier keine ähm, unwissenschaftlichen Pauschalisierungen vornehmen. Allerdings, jemand mit Migrationshintergrund, gerade beim syrischen Hintergrund, hat natürlich diverse Vorteile, die ich Ihnen hier aufgezählt habe, die dann brutal ausgenutzt werden. Also, war es organisiert, mehrere Städte gleichzeitig, auch in Österreich? Ein Einschüchterungsversuch, der sich gegen das ganze Land richtet, das wäre dann praktisch Terrorismus. Da kann man eigentlich kaum vorbei. Kölner Polizeibericht. Konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Wir haben die Story of recenter.com. Mit diesem Hintergrund. Also, Zitat, aufgrund der ständigen Präsenz der Einsatzkräfte und aufmerksamer Passanten im Bahnhof konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Diese Stelle ist nicht hundertprozentig präzise, deshalb erfährt der Leser nicht, ob Vergewaltigungen begonnen worden waren oder ob Täter kurz vor einer Vergewaltigung gestoppt wurden. Und man erfährt auch nicht, wie viele solche Fälle es gab. Die Bild-Zeitung hat in Absprache mit Beamten kurze Passagen vor der Veröffentlichung entfernt. Hm. Der Sender SWR berichtet von einer möglichen Gruppenvergewaltigung an Silvester in Weil am Rhein. Die Opfer sind minderjährige Mädchen, die Täter sollen syrische Männer sein. Also, wir haben es zu tun mit einer Provokationsspirale. Ein Teil der Migranten provoziert ins Extrem. Auch der deutsche Staat provoziert ins Extrem mit seiner gescheiterten Migrationspolitik und der laschen Verfolgung von Tätern seit Jahrzehnten. Im Endeffekt haben wir es mit einer Provokationsspirale zu tun, nämlich die provozierten deutschen Bürger ergreifen ihrerseits provokante Maßnahmen und reizen dadurch wiederum Migranten und Staatsbeamte. Je mehr die Konservativen sich wehren, umso aufgedrehter werden die Linken, insbesondere die deutschfeindliche Antifa. Sekte und diese äh, einschlägige Deutschland-Verrecke-Szene. Die hohe Politik, die seit ewig einen einheitlichen EU-Bundesstaat und sogar eine erweiterte Mittelmeerunion haben will, hätte von vornherein ganz einfach planen können, Täter aus dem Mi Mi Migrantenmilieu unbürokratisch und hart zu verfolgen und abzuschieben. Mit der entsprechenden Berichterstattung wäre die Bevölkerung zufrieden gewesen. Die Bevölkerung wäre schnurstracks in die Falle gelaufen. Äh, namens EU, Bundesstaat, Einheitsstaat oder sogar Mittelmeerunion. Warum aber diese höchst auffällig weiche Justiz und Vertuschung all die Jahre? Jedes Opfer hatte zwangsläufig ein Umdenken bewirkt bei einer großen Anzahl von Angehörigen und Freunden, die wiederum ihre Angehörigen und Freunde beeinflussten. Also selbst, durch den Medi selbst der Medien-Blackout war nie und nimmer genug, all die Jahre, um die Wahrheit zu vertuschen. Warum versäumte es die hohe Politik von vornherein ohne große Mühe hart durchzugreifen? Nun, die Folgen sind eine eklatante Destabilisierung Deutschlands, die in Beamtenkreisen bereits als staatsgefährdend bezeichnet wird. Hm. Was sind die Folgen? Neue Gesetze vielleicht, die die Grundrechte aufweichen? Eine EU-Geheimpolizei, die uns künftig beschützen will? Eine einheitliche EU-Armee und diverse Schnelleingreiftruppen, die auf Abruf eingeflogen werden, um Unruhen und Aufstände niederzuknüppeln. Wir sind gespannt. Die vernünftige Lösung ist natürlich Zivilschutz auch vom Bürger für den Bürger. Äh, eine anständige Polizei, eine, äh, eine offen agierende Polizei, die die nötigen Mittel hat. Keine seltsame Geheimpolizei, die über dem Gesetz steht. Also, der Staat soll aufhören, alles zu bremsen und zu blockieren beim Thema Selbstschutz in der Bevölkerung. Selbstschutz muss, Selbstschutz muss endlich wie in allen anderen zivilisierten Ländern als Bedürfnisgrund für Waffenbesitz anerkannt werden. Genauso wie es in vielen anderen, auch europäischen Ländern, normal ist. Das Recht auf Selbstverteidigung im eigenen Zuhause muss gestärkt werden. Es darf nicht sein, dass der Bewohner immer mit einem Bein im Knast steckt, wenn er sich gegen Einbrecher zur Wehr setzt. Es darf nicht sein, dass es für einen Deutschen verboten ist, Verteidigungsschießen in Kursen von professionellen Ausbildern zu üben, so wie es in anderen Ländern normal ist. Und ja, die, Gerichte sind, die Gerüchte oder Berichte sind wahr. Die Deutschen kaufen Pfefferspray und andere Verteidigungsgegenstände wie verrückt. Also äh, wir haben in etwa eine Verzehnfachung der Nachfrage zu verzeichnen. Und ähm, natürlich von unseren, äh, von den Großhändlern und so weiter, von den äh, Herstellern erfahren wir Ähnliches. Also die, die Nachfrage ist exorbitant. Und Sie finden das hier im Recenter Shop unter äh, shop.recenter.com. Das hier ist Mace Takedown Extreme, maximale Stärke OC Pepper Stream Mark IV. Also das hier ist international im Einsatz von Polizeibehörden. In Deutschland ist es ja nicht irgendwie richtig zugelassen. Ähm, ist in Deutschland für den normalen Bürger nur zur Tierabwehr zugelassen. Allerdings natürlich äh, Notwehrsituation, Notwehrrecht stehen dann im Vordergrund. Also bei einer berecht berechtigten Notwehrsituation, äh, um die Angriffsfähigkeit äh, des Gegners herabzusetzen, um den Angriff äh, quasi zu stoppen, darf man sich dann auch solcher Mittel bedienen. Also Mace Takedown, äh, die großen Hersteller Saber Red und Mace bei uns im Sortiment. Viele fragen uns ja, soll ich zu den Billigsprays greifen? Und ähm, prinzipiell ist es so, diese etablierten Firmen. Mace und Saber haben sehr sehr viele Ressourcen, sehr sehr viel Technik, die Labors und so weiter und die testen dann wirklich dann sehr sehr stark, um die gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Das ist wirklich nicht, äh, das ist wirklich nicht so einfach und nicht so äh, nicht so simpel und billig und äh, immer weitere Produktentwicklungen, Research and Development. Also das gehört dann dazu. Hier haben wir von Sabre Red eine etwas größere Nummer ist dann für mehrere Ziele gedacht. Und hier haben wir so die Standardgröße von Saber Red, also das ist eine Standarddose. Sehr sehr viel Power da drin, meine Damen und Herren und das Zeug ist wirklich die blanke Hölle. Also, Sie können das äh, bei uns im Shop äh, nachgucken, die Videos, teilweise von Behörden, wie damit geübt wird, also dass dann Beamter mal zumindest gemerkt hat, wie das Zeug sich anfühlt, dann gibt es auch einige Leute, die dann ähm, aus Interesse, das an sich selber austesten und häufig denken diese Leute auf YouTube dann, oh, sie machen ein lustiges Video und versuchen dann irgendwie noch, irgendwie äh, trotz dieses Pfeffersprays, ähm, einigermaßen ihre Würde zu wahren, aber sie unterschätzen alle ähm, das OC, den Wirkstoff und die Power, die diese Produkte haben. Äh, das Zeug ist die blanke. Hölle. Leute beschreiben das teilweise als die schlimmste Erfahrung, die sie jemals hatten. Ähm, die Augen sind natürlich dann sofort zu, die Schmerzen sind extrem hoch, das Atmen fällt schwer. Ähm, Saber, äh, Saber äh, wirbt ja mit dem Slogan: Making grown men cry since 19 something something. Also seit irgendeinem bestimmten Jahr bringen wir gestandene Männer zum Heulen. Also, äh, finden Sie bei uns im Recenter Shop. Und es gibt da natürlich dann immer noch haarsträubende Gesetze in Deutschland. Also, zum Beispiel darf man solche Sachen nicht mitnehmen zu gewissen öffentlichen Veranstaltungen, obwohl man es genau da eigentlich brauchen würde. Also, auch hier müssen die Gesetze eben dementsprechend an die Realität angepasst werden. Ansonsten kommen immer wieder anständige Bürger ins Schlingern. Das kennt man ja von den Messern. Wir raten den Leuten immer. Holen sich die, laden Sie sich die aktuelle Version des äh, äh, Waffenrechts zum Thema Messer aus dem Internet runter. Immer die neueste Fassung. Schauen Sie, ob Ihre Messer konform sind. Und dann ähm, machen Sie sich eine Kopie von diesem ausgedruckten aktuellen Waffenrecht. Falten Sie die zusammen und stecken Sie das in Ihren Geldbeutel, falls eine Kontrolle stattfindet und ein Beamter moniert ein Messer, dann können Sie ihm zeigen, dass das Messer dann doch legal ist. Und viele Beamte kennen die äh, aktuelle Gesetzeslage gar nicht wirklich im Detail. Es wäre so einfach gewesen für die hohe Politik, von Anfang an hart durchzugreifen bei kriminellen Migranten. Es wäre nützlich gewesen für die hohe Politik. Die Leute hätten dann mit guter Laune... Jetzt habe ich tatsächlich selber etwas von, von meinem äh, Mace oder Saber ins Auge bekommen. Anscheinend klebt da etwas an der Packung drin. Also sehen Sie mir nach, wenn mein äh, rechtes Auge hier, <laughs> mein rechtes Auge hier äh, ähm, nicht unbedingt ganz einsatzbereit ist. <laughs> wow. Ähm, ähm, wo war ich? Genau. Es wäre so einfach gewesen, halt durchzugreifen. Die Leute hätten wesentlich bessere Laune gehabt und gemeint: Hey, Multikulti, yay, gehen wir in die Europäische Union hinein. Oder sogar eine Mittelmeerunion, erweiterte Mittelmeerunion. Die, diese Mittelmeerunion hat Angela Merkel ja im Jahr 2008 mitbeschlossen. Jeder hat es vergessen: der Prozess der Vergrößerung äh, zu einer Mittelmeerunion war eingeschlafen. Dann allerdings kamen die, der Arabische Frühling und die ganzen Revolutionen. Und natürlich jetzt in Syrien die, der Krieg und die ganzen Flüchtlinge. Also schuf man eine gemeinsame Geschichte im Mittelmeerraum, die so vorher nicht da war und vermischt die Bevölkerungen. Außerdem, das darf man nicht vergessen, Deutschland, vor allem Deutschland, trainiert jetzt die Cleversten der syrischen Flüchtlinge. Bildet sie aus, unterzieht sie der üblichen Gehirnwäsche, sucht sich natürlich dann diverse opportunistische Individuen raus. Natürlich auch sucht man hier die zukünftigen Eliten für, den ganz, für ganz Nordafrika, bildet die Eliten in Deutschland aus und schickt sie dann wieder nach Nordafrika bzw. nach Syrien für die Kontrolle über die Mittelmeerunion. Wäre alles so einfach gewesen. Die Leute wären dann zufrieden. Ohne große Aufregung wären die Leute alle dann... Begeistert gewesen von Multikulti und diesem europäischen Unionsprozess hin zu einem Einheitsstaat und äh, hin zu einer Mittelmeerunion. Warum hat man aber durch diese lasche Justiz gegenüber kriminellen Migranten, warum hat man dieses Chaos geschürt? Warum hat man diese Radikalität ins Land geholt und so lange wachsen lassen? Warum? In den USA ist es das Gleiche. Lange Zeit war die muslimische Einwanderung sehr, sehr gering. Dann auf einmal äh, ließ man sie explodieren. Und an den Gegenden wie Boston haben, haben sich dann die Muslime völlig eingegraben, Radikalismus überall. Und die Behörden, die Politiker sagen, äh, wir machen nichts und äh, das ist jetzt ja politisch nicht so äh, opportun und wir lassen das einfach so, wie es ist. Warum wirklich? Was ist wirklich der Grund? Wäre ich die Regierung? In Amerika oder in Brüssel? Rein, rein hypothetisch, rein theoretisch, wäre ich die Regierung und wäre ich ein klinischer Psychopath würde ich nicht gegen die Konservativen Krieg führen wollen. Direkt. Stattdessen würde ich radikale Migranten importieren und fördern. Ich würde auch gleichzeitig die radikale Linke fördern. Ich würde die radikale Rechte fördern und ich würde in den USA die, die radikalen Latinos und radikale schwarze Organisationen fördern, damit diese Gruppen dann alle gegeneinander richtig brutal kämpfen, sich fertig machen, sogar einen Bürgerkrieg sich gegenseitig verheizen. Und am Ende dieses Prozesses wäre ich die psychopathische Regierung, wäre ich der einzige Player, der noch steht und der eine neue Ordnung etablieren kann. Und diese neue Ordnung würde bedeuten harsche Überwachung, Polizeistaat und äh, meine Propaganda würde lauten: Naja, diese harschen Maßnahmen sind notwendig, weil wir müssen aus der Vergangenheit lernen, aus den schrecklichen Ereignissen. Sowas darf sich nie mehr wiederholen. Die ja, die Konservativen fragen sich in Deutschland immer, warum warum wird die Antifa vom Staat unterstützt? Warum kriegen die Antifas Räume gestellt, die mit Steuergeldern bezahlt sind? Warum kriegen diese Antifas, diese radikalen Kommis und diese Deutschland-Verrecke-Brigade, warum bekommen die Rückendeckung aus der hohen Politik, einflussreiche Anwälte und so weiter? Und auf der anderen Seite, die Linken fragen sich, das kann doch nicht wahr sein, warum... Warum bauen V-Männer der Geheimdienste die rechte Szene auf? Die, die Rechten würden doch nichts richtig hinbekommen ohne diese V-Leute und das ganze Geld. Die Linken denken sich, hey, das muss daran liegen, dass es das irgendwie nur Nazis in der Regierung sind. Aber es sind nicht einfach nur Nazis in der Regierung, so wie es die Linken sich dann irgendwie immer vorstellen. Es wird ja auch die Linke mit aufgebaut und es werden die Migranten mit aufgebaut. Wenn es nicht mehr möglich ist, dass Bürger sich in größerer Anzahl zum Feiern in der Öffentlichkeit treffen, dann muss man sich fragen, welche anderen Dinge sind bald nicht mehr möglich in diesem Land? Hier finden Sie eine ganz, ganz wichtige Story. Auf Recenter: Systematische sexuelle Gewalt im Syrien-Konflikt, ein alltägliches Werkzeug. Sehen hier die Story. Die skandalösen Vorgänge zu Silvester in Deutschland werden in immer deutlicheren Details bekannt. Versuchte Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen. Die Vielzahl von sexuellen Attacken in mehreren deutschen Städten und Meldungen zufolge auch in Österreich richtet die Aufmerksamkeit auf die Zustände in Syrien, dem Herkunftsland vieler Flüchtlinge. Das Magazin The Atlantic hat einen sehr ausführlichen Bericht mit äh, viel Datenmaterial veröffentlicht, also auch von NGOs, zu dem systematischen Einsatz von Vergewaltigungen im Konflikt zwischen den Truppen von Diktator Assad und den verschiedenen Oppositionsgruppen. Hier sehen Sie die Story Atlantic Magazine, also ein konservatives Magazin, sehr, sehr Establishment und natürlich auch viel, viel Blödsinn bei denen. <laughs> natürlich auch ein gewisser Slant, ein gewisser Bias an dem Artikel. Also, man zeigt hier viel Datenmaterial, schiebt aber eher die Schuld den äh, Assad-Truppen zu. Und jetzt weniger den, äh, den Oppositionsgruppen. Aber ich äh, habe auch weitere Berichte gefunden, denen zufolge alle Gruppen in dem Syrien-Krieg, alle Gruppen in dem Syrien-Konflikt, Vergewaltigung benutzen als äh, systematisches Werkzeug. Auch der islamische Staat benutzt das als Werkzeug. Das ist ja im Islam auch geregelt. Also das, das Regelwerk basiert auf dem Koran, auf den Hadithen und natürlich auch auf den Rechtsgutachten, den Fatwas von international anerkannten Geistlichen. Frauen als Kriegsbeute, Frauen, die man und Kinder, die man nach Beutezügen in Besitz nimmt, wie man mit denen umgehen kann, darf, soll und so weiter. Das ist alles, das ist alles geregelt. Also interessanter Artikel, natürlich immer im Hinterkopf behalten. Slant Bias. Syria has a massive rape crisis. <laughs> um, und hier noch mehr Informationen muslimische geistliche haben bereits rechtsgutachten erstellt laut denen es oppositionskämpfern erlaubt sei den im syrienkonflikt frauen aus der pro-assad-gruppe der alawiten zu vergewaltigen also hier von einem konservativen magazin mr conservative islamic cleric issues fatwa permitting rape of syrian women und die Beschreibungen hier und natürlich auch bei dem Atlantic Magazine sind wirklich horrend. Also die Soldaten kriegen anscheinend die Anweisung, ihr müsst da in den Gegenden rumgehen, ihr geht dann in diverse Häuser rein, ihr, äh, te ihr terrorisiert die Einwohner, die Bewohner des Hauses, die Familie, schnappt euch die Frauen, vergewaltigt sie dann mehrfach vor den Augen der anderen, vor den Augen der Männer. Und häufig werden dann diese Frauen und Mädchen, diese Kinder, auch noch nach den Vergewaltigungen getötet. Also, richtig hardball. Absolute Psychopathie. Absolutes Maximum, dass hier aufgefahren wird in dem Syrien-Konflikt. Und nein, nicht nur die Amerikaner sind schuld an dem Syrien-Konflikt. Auch die Russen mischen mit, auch der Iran mischt mit und so weiter. Äh, vergessen Sie nicht äh, die Art von Kriegsführung, die Russland betrieben hat äh, bei den Tschetschenienkriegen. Auch da gab es äh, massenhaft Vergewaltigungen. Auch da gab es äh, Folterungen. Russland hat ein sehr ausgedehntes äh, Gefängnissystem und auch sehr sehr viele Foltergefängnisse. Das ist natürlich nicht so bekannt geworden in der westlichen Presse wie Guantanamo Bay und Gitmo. Aber äh, wie gesagt, die großen Regime nehmen sich da nichts. Absoluter Horror. Und jetzt anscheinend, so könnte man fast den Eindruck gewinnen, so die Mutmaßung hier, wird auch Vergewaltigung äh, in Deutschland und Europa systematisch eingesetzt als Werkzeug. Und es geht nicht nur um Silvester, es geht um den Rotherham-Skandal. Wo dann äh, also, äh, eine dreistellige Anzahl, äh, vierstellige Anzahl an äh, Mädchen und jungen Frauen über die Jahre vergewaltigt wurden, systematisch von pakistanischen Banden in England. Und es wurde verschwiegen, es wurde vertuscht, bis es einfach nicht mehr ging. Die Regierung wird den Teufel tun, oder die Regierungen in Europa werden den Teufel tun und direkt ihre eigene Bevölkerung foltern und vergewaltigen. Aber anscheinend holt man sich, ähm, ja holt man sich Leute ins Land, holt man sich Migranten ins Land, natürlich ein gewisser Anteil an Psychopathie, Narzissmus und anderen Kategorie B Persönlichkeitsstörungen. Und diese Verrückten vergewaltigen dann und foltern dann Eine traumatisierende Bevölkerung. Und Persönlichkeitsstörungen sind ein, eines der wichtigsten Elemente der Bevölkerungskontrolle. Viele Leute, die sich um Freiheit und Tyrannei Gedanken machen, die sich weiterbilden, äh, äh äh, glauben, Psychologie ist nur interessant für Propaganda. Also die, die, die Medien lügen uns an, die Politiker lügen uns an und so weiter und nutzen dafür psychologisches Wissen. Aber das, das, das geht viel, viel weiter. Die Psychologie ist unglaublich wichtig. Nicht nur die Psychologie der Fieslinge, äh, die man erstmal lernen muss, sondern eben auch unsere eigene Psychologie. Nur so können wir Lösungsansätze erarbeiten, die für alle funktionieren. Äh, vor allem für alle, die ihre Tassen im Schrank haben. Und hier heißt es auch bei The Atlantic, äh, diese äh, ja, traumatisierten Überlebenden, alle, die dazu, die das erlebt haben, alle, die zusehen mussten, also äh, ein Opfer hat beeinflusst dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn andere Leute. Und ähnlich funktioniert es auch in Deutschland, wenn wir äh, den offiziellen Statistiken zuhören über Migration, also die offiziellen Studien, wissenschaftliche Studien. Uh, dann erfahren wir, ein Viertel der Migranten outperformen die Deutschen. Also, das sind die Overachiever, also im Durchschnitt, das sind die Overachiever, die Superstreber, die dann wirklich gut in der, gut in der Schule sind und uh, oder halt generell richtig was hinkriegen. Also, 25% sind absolute Superstreber. Dann ein weiteres Viertel der Migranten uh, sind quasi, ja, wie der deutsche Durchschnitt. Also, äh, uh, modern, einigermaßen modern, gemäßigt und so weiter und auch äh, ganz erfolgreich. Dann ein weiteres Viertel der Migranten ist ja rückständig von Problemen geplagt und so hat hat ziemliche Schwierigkeiten. Und das letzte Viertel, laut den offiziellen Studien und Statistiken, das letzte Viertel ist ultra rückständig, äh, häufig kriminell, Troublemaker. Wenn wir das dann hochrechnen, sind das oder waren das vor einem Jahr in etwa 4 Millionen Troublemaker. Zusätzlich kommen da noch die, die, die deutschen Troublemaker ohne Migrationshintergrund dazu. Und das Ganze kann man dann eben zumindest grob im Kopf überschlagen mit den Statistiken über narzisstische Persönlichkeitsstörung, antisoziale Störung, also Psychopathie und weitere Cluster B-Störungen, Paranoia. Emotionale Instabilität und so weiter. Und wenn wir dann, natürlich dann grob geschätzt und grob im Kopf überschlagen, eine gewisse Anzahl haben an sehr, sehr problematischen Individuen, toxischen Individuen in diesem Land, müssen wir rechnen: okay, wir haben jetzt ein paar Millionen sehr, 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 sehr schwierige Leute. Und jeder einzelne von diesen toxischen Individuen beeinflusst so und so viel andere Leute negativ. Dann rechnen Sie mal. So und so viele Millionen mal, so und so viel Millionen. Bekommen Sie eine, eine Vorstellung von dem Problem. Also im Syrien-Konflikt ist das so übertrieben, ist das so extrem, dass auch der Dümmste versteht, wie das läuft. Alle Seiten wollen den Gegner traumatisieren und denen psychisch das Rückgrat zu brechen. Im Westen wird das nicht so direkt gemacht. Im Westen natürlich ist, ist alles offiziell schön und demokratisch und nett aber mich dolcht mich persönlich dolcht, dass man auch fiese Taktiken einsetzt bei uns im Westen, um die Bevölkerung zu traumatisieren und die Bevölkerung klein zu halten, um ein gewisses Maß an Persönlichkeitsstörungen und Problemen hervorzubringen. Die Bevölkerung zu schwächen und manipulierbar zu halten. Es sind Werkzeuge. Es sind nicht nur einfach negative Konsequenzen von bösen Handlungen. Es sind Werkzeuge, das ist eine Strategie. <laughs> Ideologie frisst Hirn. Die Berichte über die Silvestervorfälle. Und die internationale Presse guckt auf Deutschland und reibt sich die Augen. Das Ganze war Top Story auch schon gestern oder vorgestern in der, in der britischen Presse, in der Daily Mail, in den anderen Zeitungen. Top Story in der britischen Presse. Ähm, die Amerikaner gucken auf uns. Also viele große amerikanische Medien, auch die alternativen, die großen alternativen Medien. Oftmals sind ja die alternativen Medien in Amerika größer als die Establishment-Nachrichtenmedien. Die Amerikaner können es nicht fassen und sie ziehen auch die Parallelen zu ihrem Land. Also ich wurde dann gefragt von äh, äh, Paul Joseph Watson Hey kannst du Montagabend in äh, der Alex Jones Show auftreten, die dann äh, Paul moderieren wird? Ich habe dann zugesagt. Wer dann auch ein bisschen einfließen lassen, dass, ähm, ja, dass nicht nur quasi die westlichen Regierungen diese äh, Provokationsspirale betreiben und die Sachen hochschaukeln äh, in der Hoffnung, die diesen Konflikt für sich nutzen zu können, äh, sondern auch natürlich der Ostblock versucht hier mitzumischen. Der Ostblock versucht natürlich dann äh, Leute zu rekrutieren bei uns und in Amerika aus dem muslimischen Milieu, aus dem rechten Milieu, aus dem linken Milieu. <laughs> Leute fragen mich immer noch: Hey, wo sind die Belege dafür, dass das Russland immer noch beste Kontakte hat zu den westlichen Kommunisten? Hey, wake up! Russland ist immer noch der Partner von den kommunistischen Chinesen, von Kuba, von äh, Nordkorea und den Kommunisten in Südamerika und die linke Partei in Deutschland. Ähm, ähm, linke Partei in Deutschland, Recht putin-freundlich und äh, die alten Seilschaften und so weiter. Und die, es gibt eine kommunistische große Partei in Russland. Natürlich alles gemanagt von dem. Äh, von dem Putin-Kartell, nichtsdestotrotz die zweitstärkste Kraft in Russland, die die Kommunisten haben sich dann auch äh, als Werkzeug benutzt. Ähm, also mal schauen. Vor allem, wenn dann die Frage ist, ja, warum? Also, es ist gut und wichtig zu sagen, äh, ein gewisser Anteil der Migranten ist sehr, sehr gefährlich und äh, das stört den sozialen Frieden und das destabilisiert alles, weil natürlich dann andere Gruppen auch fuchsig werden und, und wahnsinnig werden. Also erst äh, benehmen sich die Migranten wie verrückt und dann, oder ein Teil der Migranten und dann drehen die Konservativen und die extreme Rechte durch und dann drehen die Linken durch. Aber die Frage ist doch, warum war die Justiz lange so soft? Warum schürt man diese, diese Konflikte? Und ich versuche dann ja, die bestmögliche Antwort zu geben. Noch die Tipps zu geben. Okay, das ist anscheinend die Strategie oder das ist eine der, der Möglichkeiten, die dann äh, sich ergeben aus dieser Strategie, äh, Strategie des Establishments. Und hier sind die Möglichkeiten, wie wir dagegen vorgehen können. Gleich dazu noch mehr. Ähm, es ist wichtig, dass, dass jetzt die Konservativen in Deutschland und die Konservativen in Amerika, äh, dass die sich nicht infiltrieren lassen von den Rechtsextremen, von den Sektieren, von den Verrückten. Denn das würde... Dem Establishment hier und in Amerika in die, in die Hände spielen. In Amerika, äh, viele konservative, patriotische, kritische Kreise wurden infiltriert von diesem amerikanischen Neonazi-Irrsinn. Anknüpfen an den Ku Klux Klan und, und irgendwie an das, an, das, an das Dritte Reich und irgendwie mischt man das zusammen in diese White, diesen, diesen White Power-Wahn. Ohne dass diese Typen merken, dass sie dann ja eigentlich der weißen Sache, wie auch immer man das nennen möchte, schaden. Natürlich viele, einige Konservative erkennen diese, diese Gefahr und äh, sind da recht vorsichtig. Allerdings, äh, ja, durch, äh, durch die russische Hintertür gibt es halt eben dann auch eine Radikalisierung der europäischen, amerikanischen Rechten, noch eine Verzerrung. Und auch das gefällt dem Establishment in Europa und in, in Amerika. Weil je krasser die Russen werden und wenn die irgendwann mal äh, andere Länder weiter angreifen, dann... Haben Brüssel, Washington und so weiter und Berlin haben gewonnen und sagen, hey, guckt euch die Konservativen an, guckt euch die Rechten an, die immer so, so unzufrieden waren, die sind im Boot mit den finsteren Russen. Also mal schauen, ob ich da äh, äh, inwiefern ich da äh, vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen kann in der Alex Jones Show. Äh, nächsten Montag, so circa 9 Uhr unsere Zeit abends weil der Russlandkurs von Alex Jones und auch anderen Leuten bei InfoWars wird immer, also der Russlandkurs wird immer, immer extremer. Also hier haben wir eine Story, einen Kommentar auf uh, Recenter von Vollbremsung. Also hier heißt es, eigene Erfahrungen gemacht, also der, der, der wütende Mob und so weiter. Dann heißt es hier, während die etablierten Feministen, Feministinnen verblüffend still sind, was die Ereignisse anbetrifft, postete eine Dame folgendes. Zitat, selbst wenn ich splitternackt über die Domplatte marschiere, dabei La Paloma pfeifen und mir 100 Euro auf die Stirn kleben würde, hat mich niemand anzufassen, Punkt, fertig aus. Ja, natürlich. Das ist schön und richtig. Das Recht auf den eigenen Körper und die eigenen Grenzen ist fundamental. Allerdings muss man dann auch die Frage klären, wie man die Einhaltung der entsprechenden Gesetze in der Praxis durchsetzt. Vermischt sich Feminismus mit linken Haltungen zur Migration, schließen, schießen sich die Frauen sprichwörtlich selbst ins Knie. Ein deutscher Mann, zum Beispiel, mit seinen Tassen im Schrank, würde eine nackte Frau an der Domplatte, die La Paloma pfeift und eine 100-Euro-Note an der Stirn kleben hat, vielleicht mit dem Handy filmen und einen Clip an den Fail Army YouTube-Kanal schicken. Ansonsten würde da wahrscheinlich nicht viel passieren. Dann die linken Ideologen schaffen es einfach nicht, ihr antifaschista Weltbild zu hinterfragen. Also die taz pause eine story die Vorkommnisse in Köln und eine vergessene Pressekodex. Man darf auch nichts berichten und äh, Stimmungen schüren gegen äh, irgendwelche Gruppen. Man darf doch bestimmte äh, Merkmale von Tätern nicht in der Presse nennen. Das ist doch der Pressekodex. Ja, aber wie sollen sich denn die Bürger eine Meinung bilden zu Migration, um dann eben auch ihre Meinung äh, ins Politische zu übersetzen und eben dann ja, politisch ihren Willen zu bekommen? Wie sollen das gehen? Liebe Taz. Und dann heißt es dann hier, irgendwie da bei der Taz oder so, oder heißt es dann, die öffentliche Reaktion wäre anders ausgefallen, wenn es sich bei den Tätern um urdeutsche Männer gehandelt hätte. Urdeutsche Männer. Viele hätten den betroffenen Frauen nicht geglaubt, den Vorfall bagatellisiert oder ignoriert oder gar den Frauen selbst die Schuld gegeben. Also der Vergleich hinkt, meine Damen und Herren. Wenn wir uns vorstellen dass urdeutsche Männer diese Ausschreitungen begangen hätten, dann hätte es auch eine heftige Empörung gegeben, vor allem auch aus dem konservativen Lager. Hier ist ein besserer Vergleich. Was wäre gewesen, wenn urdeutsche Männer als Einwanderer in einem muslimischen Land in solchem Ausmaß mus muslimische einheimische Frauen belästigt hätten? Mhm. Antwort, die Regierung hätte massenhaft Polizisten und auch Soldaten herangezogen, hätte alles abgeriegelt und massenhaft Verhaftungen durchgeführt. Da kämen die Soldaten mit Sturmgewehren, die Täter wären übelst bestraft worden, auch physisch. Es hätte äh, Forderungen in der Bevölkerung nach Todesstrafen gegeben äh, und äh, massenhafte Ausweisungen wären die Folge gewesen. Tja. Also, jeder meint, er könnte eine Antwort auf die Vorkommnisse zu Silvester geben. Dabei schafft es kaum einer, eine fundierte Analyse anzufertigen. Es überwiegt das schnelle Denksystem, die emotionale und stereotypische Projektion der eigenen Psyche. Also, analysieren wir das doch auf mehreren Ebenen. Okay, wir haben die Fakten, also die Fakten, die immer mehr und mehr werden. Polizeiberichte, Augenzeugenberichte aus immer mehr Städten. Also wer, wann, was, wo. Dann, äh, dann holen wir uns wissenschaftliche Statistiken und Studien. Also 25% der Migranten sind sehr problematisch. Kann Ihnen das vielleicht sogar nochmal äh, rauskramen? Äh, schön verlinkt hier. Dann äh, können Sie das selber nachlesen, beziehungsweise sich dann auch die, die Kurzversion nachlesen. Migrationshintergrund in Deutschland. Also, hier die Sinus-Studie von 2008 teilt Menschen mit Migrationshintergrund in acht soziale Milieus ein, grob gesagt vier, die sich unterscheiden. Also, das bürgerliche Migrantenmilieu, so die, die Top-Leute, dann das ambitionierte Migrantenmilieu, die, die, die auch äh, relativ modern sind und halt eben ambitioniert sind. Dann so traditionsverwurzelte Migrantenmilieu, vormodern, kulturell isoliert, patriarchalisch, Traditionen der Herkunftsregion. Und dann das prekäre Migrantenmilieu, das entwurzelte Milieu, sozial und kulturell entwurzeltes Milieu, das Problemfreiheit und Heimatidentität sucht und nach Geld, Ansehen und Konsum strebt. Unangepasstes Jugendmilieu mit defizitärer Identität und Perspektive. Also alles sehr freundlich formuliert, aber man kriegt eine Vorstellung davon, was gemeint ist. Und ich empfehle Ihnen auch Bücher wie Ausländerpolitik äh, von äh, äh, durch Dr. Stefan Luft. Sondern sind Bücher, die ich, äh, die ich äh, dazu äh, konsultiert habe vor einer Weile. Also wird dann beschrieben, exakt von einem Akademiker, einem anerkannten Akademiker, welche Lücken im Asylrecht absichtlich gelassen wurden. Also wie man dann schummeln kann, immer neue Asylanträge einreichen, weil jetzt angeblich neue Beweise da wären, dass man Anspruch hätte. Äh, die Tricks, die Schlepperbanden, die einem dann noch, ja, so eine, so eine falsche Eigenschaft als politisch Verfolgter noch mitverkaufen. Komplett mit gefakten Zeitungsartikeln im Herkunftsland und so weiter. Und 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 und. Dann gab es ja technologische Fortschritte. Man hat dann gesagt, hey, wir nutzen Computer und Linguisten und testen die Leute und schauen, kommen die wirklich daher, wo sie behaupten, dass sie herkommen. Und dann kamen dann die Linken und diese, diese Asyllobby und sagt dann, nein, das, das ist ja fies und böse und schlecht und das kann man doch nicht machen. Und äh, äh, äh. also wissenschaftliche Statistiken und Studien. Dann, wir gucken auf die psychologische Ebene. Die Frage nach dem Warum und dem Wie. Also solche Täter kommen aus harten Regimen. Regime, die bestimmt sind von Kategorie B Geisteskrankheiten. Psychopathie, Narzissmus, Paranoia und so weiter. Emotionale Instabilität. Und das führt, da hat man diese Hirnwäsche, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Man ist entweder ein Wolf oder ein Schaf. Kommt Krieg dazu, wird es noch schlimmer. Friss oder stirb. Nur die Gemeinsten kommen durch. Frauen als Opfer werden dann zu problematischen Müttern, plus schlechte Väter bringen ungesunde, psychologisch ungesunde Kinder hervor. Traumatisierungen und so weiter. Und das führt eben zu diesen psychischen Verteidigungsmechanismen. Viele Krankheiten, viele Geisteskrankheiten, äh, Persönlichkeitsstörungen entstehen ja aus, einer, ja aus einer geistigen Verteidigungsabsicht heraus. Ich will mich abschotten gegen die Realität. Auch vielleicht gegen die Suizidalität. Also man sieht dann keinen, Aus, keinen Ausweg mehr. Gerade bei Vergewaltigungen, wenn man Zeuge wird, dass ein Familienangehöriger vergewaltigt wird. Also da zerbricht teilweise die eigene Psyche. Ähm, Persönlichkeit löst sich auf. Äh, da ist dann ja, ziemlich viel kaputt. Und die, die Leute versuchen sich dann selber zu behelfen mit Fantasien über: ich bin allmächtig oder ich bin der, der, der stärkste, der, heute ist der beste. Und äh, ich äh, suche jetzt fanatisch nach Bestätigung für diese äh, für dieses Fantasiebild. Also im Extremfall erwächst auch sowas eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Beziehungsweise die antisoziale Störung, die Übergänge sind ja meistens fließend. Psychopathie, die Leute haben dann keine Empathie mehr. Also wenn anderen Menschen Leid widerfährt, ist das denen absolut wurscht. Da ist keine normale Reaktion mehr da. Es ist wichtig, moderne Tests zu entwickeln und zu verbessern. Nicht nur plumpe Fragebögen, sondern Gentests und Hirnscans. Und solche Tests, meine Damen und Herren, müssen auch Vorschrift sein für Politiker und andere, möchte gern Amtsträger und Amtsträger in Deutschland. Sorry, aber Leute mit einer schweren Persönlichkeitsstörung haben kein funktionierendes Gewissen, sind nicht äh, befähigt äh, Ämter aus zu führen. Man sollte eben auch, gerade bei Kriegsflüchtlingen, sollte man testen und halt eben schauen, okay, was, äh, was für Konsequenzen sich überlegen. Also Rechtsexperten sollen sich zusammentun mit, mit äh, 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 Genetikern und Psychologen und Neurologen und sagen, okay, was sind unsere Werkzeuge? Wir schauen, wie diese Leute eben drauf sind und dann schauen wir, wie wir mit diesen Informationen umgehen, was wir damit machen, um allen Beteiligten zu helfen. Wir brauchen Änderungen im Justizsystem. Denn Psychopathen oder Narzissten werden sich nicht einfach rehabilitieren lassen, die lassen sich nur abschrecken und das findet man in der Fachliteratur. Das ist auch der Grund warum äh, in scheinbar gemäßigten Gesellschaften oder scheinbar ges äh, gemäßigten ges Gesellschaftsteilen, warum dann häufig dann der Wahnsinn ausbricht, wenn mal die staatliche Ordnung temporär wegfällt. Also wenn Leute dann merken, oh, jetzt kann ich mal das, was ich sonst nicht kann, weil mir sonst das zu gefährlich war. Und ja, gewisse Leute drehen dann richtig durch. Und äh, andere Menschen sind dann völlig überrascht, völlig von der Rolle. Tja. Und alle Gruppen. Meine Damen und Herren, müssen gestörte, gefährliche, toxische Individuen erkennen und dann eben auch entsprechende Maßnahmen einleiten. Es gibt fanatische, gestörte, narzisstische, psychopathische Linke, Rechte, Mainstream-Leute. In allen Gruppen gibt es solche toxischen Individuen. Und es ist im Interesse von allen Gruppen, dass diese toxischen Individuen erkannt werden, dass man sich bildet, was, was sind das für Leute und was ist das für eine Gefahr. Weil ohne dieses Wissen akzeptieren wir die falschen Leute als Anführer, wenn sie wirken wie die geborenen Alpha-Tiere, Alpha-Männer, Alpha-Frauen, wie die geborenen Anführer. Dabei sind sie keine guten Anführer, keine geeigneten Anführer. Dann die nächste Ebene, eine Sicherheitsanalyse. Okay, wir haben eine schwerwiegende Gefährdung, bereits erwähnte Provokationsspirale. Also Nationalkonservative dürfen sich jetzt nicht beitschlagen lassen, anständige Migranten physisch anzugreifen oder Heime mit Frauen und Kindern abzufackeln. Man braucht eine Multistrategie, um den Tätern beizukommen. Selbstschutz, Sprays, Kampftraining, Schusswaffen, Gesetzesänderungen, Vorräte anlegen. In einem Ernstfall, wenn also die staatliche Ordnung äh, temporär oder ein bisschen länger wegbricht, wenn also dann die Polizei nicht mehr als Druckmittel da ist, als Drohmittel da ist, dann gibt es Vergewaltigungen, Entführungen, Plünderungen, Rechte Stärkeren. Man muss also die eigene Erpressbarkeit verringern, die eigene Verwundbarkeit verringern durch Vorräte, durch Selbstschutz. In Texas oder Vermont in Amerika hätten sich solche Täter nichts dergleichen getraut an Silvester. Das kann ich Ihnen anvertrauen, meine Damen und Herren. Haben wir Berichte, es bilden sich jetzt Bürgerwehren. Ähm, einige bei der Polizei halten da nichts davon. Also da heißt es dann hier ein Zitat: Ja, die Polizei ist zuständig, sagt ein Sprecher des Düsseldorfer Präsidiums sich gezielt auf die Suche nach Straftätern zu machen, ist nicht Sache des Bürgers. Ja, aber das widerspricht ja dem geliebten Polizeibericht aus Köln, aus der Silvesternacht. Polizei, die Polizei war überfordert und war dankbar für die Hilfe von Passanten. Natürlich muss man das mit Bürgerwehren und so weiter professionell machen. Äh, auch da muss man darauf achten, dass keine Verrückten sich daran beteiligen. Keine Leute mit schweren Persönlichkeitsstörungen, weil dann geht sowas vor die Hunde. An die politische Ebene. Es werden neue Forderungen kommen nach, nach einer EU-Geheimpolizei, EU-Truppen, EU-Einheiten. Andere, natürlich die Konservativen, fordern jetzt, oder fordern jetzt bestimmte oder träumen von einem Regime wie bei Putin in Russland, obwohl der Islam sehr verbreitet ist in Russland. Oder erwarten sich Hilfe von Putin. Und das ist ein Fehler, denn Putin profitiert ja unter anderem vom Chaos in Europa. Und Russland bearbeitet alle möglichen Gruppen. Auch das werde ich hoffentlich unterbringen können. Äh, nächsten Montag, äh, so gegen äh, 9 Uhr abends äh, unserer Zeit, live von Alex Jones Show, moderiert von Paul Joseph Watson, dass ich halt eben dann auch sage, okay, ähm, äh, da gibt es zum Beispiel Berichte in der Schweizer Presse, dass russische Gruppen... Ähm, anbandeln, dass also russland anbandelt mit radikalen mexikanern. und gleichzeitig bandelt man an mit den texanern. also man spielt hier verschiedene seiten und äh, ja, würde nichts lieber sehen als da verschiedene seiten hochzurüsten und einen bürgerkrieg auszulösen und dann als ordnungsmacht aufzutreten. die linke fordern jetzt das weltweit fast einzigartig weiche deutsche Migrations- und Asylrecht weiter aufzuweichen. Die Linken kriegen nie genug, würden aber in der Welt, die sie, die sie schaffen wollen, nicht leben. Also nicht gerne leben. Arbeitszwang, Ausbeutung, Dauerüberwachung, <laughs> der real existierende Sozialismus. Eben. Dann die mediale Analyse, soziale Netzwerke. Alternativen Medien und so weiter, die, die die Politik abseits der etablierten Parteien. Diese Gruppierungen können die etablierte Politik und die Massenmedien vor sich hertreiben. Wie man gesehen hat, das ist eine ganz wichtige Entwicklung hier. Leider verlassen sich zu viele auf Facebook und Twitter, die kontrolliert sind und Beiträge User sperren. Man sollte, sollte sich also Alternativen suchen, Webseiten, man sollte natürlich nicht alle am gleichen Ort hosten. Deutschland braucht Radio, politisches Radio. Da muss auch alles richtig gelockert werden, ja, dass nicht die etablierten Parteien immer bestimmen, wer Radio machen darf und wer dann irgendwie wie Radio machen darf. Und die Parteien mischen sich ein, die Kirchen mischen sich ein und so weiter. Oder man darf nur Musik senden oder hauptsächlich Musik. All dieser Mist muss aufhören. Natürlich muss man auch aufpassen bei den alternativen Medien. Dazu gleich mehr. Weil äh, ja in Amerika und bei uns in den alternativen Medien gibt es immer mehr zwielichtige, seltsame, mysteriöse Regierungsfiguren oder ehemalige Regierungsfiguren, die sie jetzt anbandeln mit den Konservativen oder mit der alternativen Szene oder mit der Verschwörungsszene. Anbandeln. Hier ist Vorsicht an, äh, angebracht. Haben wir bald Zustände wie in Rotherham? Der Rotherham-Skandal ist etwas, was die Massenmedien gerade ausblenden, nachdem was ich gesehen habe. Also man will auf gar keinen Fall, dass Leute sich jetzt nochmal informieren, was in Rotherham passiert ist in Britannien. Also diese pakistaner Banden, die dann äh, Mädchen entführt haben, Massenvergewaltigungen begangen haben, äh, Zwangsprostitution begangen haben, um Geld zu verdienen, unter anderem auch. Aber es geht vielleicht eher um die das Werkzeugvergewaltigung. die Befürchtung, also meine persönliche Befürchtung ist, dass äh, ja, wenn, wenn man hier wegguckt in Deutschland, wenn man hier zu soft ist in Deutschland, dann erweitern kriminelle äh, Täter, erweitern ihr, ihr Aktionsfeld, graben sich weiter ein, werden immer fieser, entführen dann auch Mädchen, haben, machen dann auch mehr und mehr Zwangsprostitution und es gibt dann auch immer mehr und mehr Vergewaltigungen. Also bei Zustände wie in Rotherham. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Die Adresse ist shop.recenter.com. Wir haben 6% Rabatt auf sämtliche Ausrüstung in der Kategorie Ausrüstung bis einschließlich 8. Januar 2016. Der Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen, angezeigt und abgezogen. Also Pfefferspray von äh, Marken wie Saber Red und Maze weltweit im Einsatz von äh, Polizeibehörden. Carinthia-Ausrüstung, meine Bücher, die, das recente Abo und so weiter. Legacy Premium, Lebensmittelvorrat, auch das ganz, ganz wichtig. Mein Buch über den Ost-West-Konflikt 2020 Weltkrieg oder Weltregierung. Dann hier Prepping, Zivilschutz und Konflikt im 21. Jahrhundert. Ganz wichtiges Buch, über 600 äh, sonst was Seiten. Im Taschenbuchformat, also das ist keines der üblichen Prepper Bücher, wo man lernt, wie man irgendwelche Gräser frisst oder äh, Feuer macht, sondern hier geht es äh, richtig, richtig zur Sache. Und schließlich hier: Das Böse entschlüsselt, wissenschaftliche Strategien für eine moralische Welt, absolute Pflichtlektüre, absolutes Grundlagenwerk. Natürlich viel, viel Ausrüstung, viel, viel Kleidung bei uns im Recenter Shop. Kurzer Einspieler, wir sind gleich wieder für sie da, live am 7. Januar 2016. I couldn't breathe. I couldn't barely move. The pepper spray experience was terrible and the worst pain I felt in my life. Turn the it up. The irritation from the wash spray was minimal at best it's irritating but this isn't going to stop me at all it definitely would not stop an aggressive attacker i completed all the tasks set before me and was unaffected by it in fact i haven't even washed it off of my skin now i would never use wasp spray to protect myself from an attacker Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Recent News. Es folgt ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Diskussion und äh, in äh, den Strategien, die wir anwenden können, um äh, deutsche Interessen, rechtsstaatliche Interessen durchzusetzen. Also wie bereits erwähnt, Medien sind unglaublich, unglaublich wichtig. Äh, man hat jetzt gesehen, wir können durchaus die äh, gemeinsam als Bevölkerung können wir die Massenmedien und die etablierte Politik vor uns hertreiben. Und ähm, muss man allerdings sehr, sehr stark aufpassen bei den Medien und äh, welche, ja. Einflüsse dort vorherrschen, welche Einflüsse es gibt. Also, ich habe Ihnen in den letzten Sendungen äh, hin und wieder gezeigt, Alex Jones ist sehr, sehr stark abgewichen von dem ursprünglichen Kurs, der eigentlich lange Zeit selbstverständlich galt in der amerikanischen konservativen Szene, also dem, dem rechtsstaatlichen ähm, Bereich der, der Patrioten, also die für die Verfassung sind, für klassische amerikanische Werte und äh, ähm, für den konstruktiven Melting Pot, also nicht diese immer wieder äh, diese immer wieder äh, in den Fokus gerückte amerikanische Neonazi Brigade. Und ähm, es galt immer als selbstverständlich: Man fällt nicht herein auf diesen Ost-West-Konflikt, lässt sich davon nicht äh, aus der Spur bringen. Man behandelt alle Regime gleich. Also selbst wenn Ronald Reagan so tut, ich bin konservativ und ich werde hart durchgreifen, dann glaubt man das nicht einfach so. Oder wenn George Bush auf konservativ macht und, äh, und äh, über die Werte spricht und hart durchgreifen will und so weiter, dann glaubt man das nicht einfach. Äh? Das ist geil ist alles eigentlich selbstverständlich. Aber in den letzten Jahren hatten die Russen einfach eine neue Strategie. Russland hat so ein Think Tank zusammengestellt, quasi das Gegenstück zu dem amerikanischen Peaneg Project for the American Century und gesagt, okay, so sichern wir unsere russische Zukunft. Wir spielen die Konservativen und wir holen uns Unterstützer im Ausland ins Boot. Wir arbeiten und sind subversiv tätig, natürlich im Ausland. Selbstverständlich werden die Konservativen im Ausland nach Strich und Faden belogen. Man verspricht ihnen alles vom Himmel runter. Hey, wir. Wir machen eure Träume wahr, wir dienen euren Interessen, wir können alles mögliche euch liefern und äh, können euch vielleicht sogar diplomatisch anerkennen irgendwann, wenn ihr ein, ein Gebiet abspaltet oder eine, eine Revolution macht oder irgend sowas. Also da wird das Blaue vom Himmel runter versprochen. Und Russland nutzt dann diese verschiedenen Agenten, also natürlich dann offensichtliche russische Agenten, dann nutzt man ein Netzwerk aus Verdeckten Agenten, illegalen Agenten im Ausland, das sind dann diverse Figuren, die dann einen gewissen Ruf haben und dann versuchen halt eben Leute zu beeinflussen wie Alex Jones oder versuchen Leute zu beeinflussen wie mich, ähm, versuchen andere alternative Medien zu beeinflussen. Also ziemlich wahrscheinlich oder sogar ziemlich eindeutige Russland-Agenten, Putin-Agenten. Ähm. Und dann gibt es noch, ja, äh, Leute, bei denen kann man, ist, man nicht, ist man sich nicht so ganz sicher, was da jetzt dahinter steckt. Und äh, hier haben wir ein interessantes Beispiel. Also ein, jemand, der sich als Freund gibt, der konservativen Szene, jemand, der sich als patriotischer Deutscher gibt, der in der deutschen Sache helfen möchte. Jemand, der sich jetzt auch aufregt über den massenhaften Gesetzesbruch mit dem deutschen Asylrecht und so weiter. Es geht um Helmut Röwe, der ehemalige Verfassungsschutzchef von Thüringen. Also dieser Herr, wie gesagt, er gibt einige Interviews äh, und erstell, erstellt Beiträge äh, für die konservativen oder alternativen Medien. Also für, für die äh, Putinische Allgemeine Zeitung, ähm, auch bekannt als Kompaktmagazin in Deutschland. Dann, ja, diverse Blogs äh, hat man ihn gesehen, mit Interviews und mit Beiträgen. Und jetzt hatten wir eben ein Video-Interview bei Querdenken TV. Ähm, also der, äh, ähm, wie heißt der Name? Äh, äh, bei Michael Vogt, genau, bei Michael Vogt in der Sendung Querdenken TV war jetzt eingeladen und sagt lauter, lauter, äh, ja, lauter interessante Sachen. Die früh, seine, Helmut Rövers frühere Aktivitäten zu seiner Zeit als Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen sind an sich bereits ein komplexes Rätsel. Also der NSU-Fall, der Thüringer Heimatschutz, Tino Brandt und so weiter. Allerdings bleibt der studierte Historiker und Jurist auch weiterhin aktiv mit Buchveröffentlichungen und Interviews in konservativen, alternativen Kreisen und sammelt fleißig Sympathiepunkte. Ich habe auch ein Buch von ihm. Bei uns im Regal stehen. Gutes Buch. Jetzt nichts wirklich Neues drin. Aber ja, gutes Buch. Was er sagt, auch in diesem aktuellen Interview, klingt toll. Nur die interessantere Frage ist, was hat er in seiner Karriere wirklich getan und was tut er jetzt? Also bei Querdenken TV gab es jetzt kürzlich ein Interview, in uh, dem er sich deutlich über die hohe Politik beschwerte. Und nun analysiert ironischerweise der Thüringer Verfassungsschutz die Aussagen Rövers aus diesem Videoauftritt und will klären, ob irgendetwas Anrüchiges gesagt wurde und ob man ihn deshalb zukünftig weiter beobachten werde. Also eventuell ist jetzt dem Thüringer Verfassungsschutz der eigene ehemalige Chef zu radikal. Auch der Kopp-Verlag, dessen erfolgreiche Bücher die Asylmisere und die hohe Politik anprangern, soll durch das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden. Es ergab jetzt irgendwie eine Anfrage, also eine Parlamentsanfrage. Genauer gesagt, offen zugängliche Unterlagen zum Verlag sowie dessen Publikationen sollen regelmäßig gesichtet werden. Der Inhaber Jochen Kopp soll laut Wikipedia elf Jahre im Polizeidienst in Baden-Württemberg gedient haben. Allerdings finde ich dazu jetzt eigentlich keine offiz äh, offizielle Bestätigung. Wenig Details äh, zu dem Inhaber. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ganz heiß darauf. Radikalisierungstendenzen in der rechten Szene anlässlich der Flüchtlingskrise zu bekämpfen. Die Frage ist, welche Methoden will der Verfassungsschutz dazu verwenden? Also klar, bei den Extremrechten, äh, da kennt man ja die Methoden, das äh, hat man ja gesehen. Ne? Also richtig, richtig fiese, richtig fiese kriminelle Vorleute anwerben, also Leute als Vorleute anwerben. Diese dann mit Geld vollpumpen, zuschauen, wie die dann immer weiter aufsteigen und so weiter. Jetzt äh, überschneidet sich natürlich dann, überschneiden sich natürlich dann verschiedene Szenen, Milieus und, und so weiter. Wie ähm, gesagt, der, ähm, der Kopfverlag ist ja, Kopfverlag ist ja sehr breit aufgestellt. Also ein Großteil ist äh, Esoterik, dann halt ähm, Danekin, Sitchin und so weiter. Ist eigentlich eher ein religiöser, also für mich aus meiner Sicht, äh, vielleicht eher hauptsächlich ein religiöser Verlag, also New Age und Esoterik und so weiter. Äh, ist eher im Glaubensbereich anzusiedeln, ist also irgendwo für mich äh, zum gewissen Teil ein, ein religiöser Verlag. Dann gibt es die Politiksparte, die sich in einem Bruchteil darstellt. Aber generell, natürlich, die, die, die Szene der Verschwörungstheoretiker, natürlich ist das auch ein bunter Mischmasch aus allem Möglichen. Äh, man Auch die Übergänge sind fließend von den Verschwörungstheoretikern hin zu, den, zu dem sogenannten seriösen investigativen Journalismus. Also, gerade der angeblich seriöse investigative Journalismus ist ja meistens immer ein Grauen. Also, wenn dann. Geheimdienste irgendwelchen Autoren dann die Akten beim, beim Pizza und Bier in die Hand geben und sagen, ja, das können Sie mal schreiben. Dann kriegen Sie äh, Informationen, die hat niemand anderes. Und diese, diese sogenannten Enthüllungsautoren kopieren einfach dann das Zeug und verkaufen dann die Menge Bücher und sind anerkannt. Ne? Also läuft das häufig. Beziehungsweise werden dann gestohlene, zwielichtige Dokumente... Äh, bisschen elektronisch aufbereitet und dann halt weitergereicht, durchgereicht, als Durchlauferhitzer weitergereicht an Spiegel, New York Times und London Guardian, die natürlich dann ihre Agenda mit reinmischen. Also da ist da geht alles ein bisschen durcheinander und da gibt es verschiedenste Gruppierungen, Untergruppierungen und so weiter. Und ich selber habe ja genug Übles gesehen in den letzten zehn, fast zehn Jahren. Oder zehn Jahre mehr als zehn Jahren heiliger Bimba ähm, ich habe ja genug gesehen und ich kannte auch vorher schon als, als, als Gymnasiast kannte ich den eklatanten Mist und Müll in der Verschwörungsszene deswegen wollte ich damit eigentlich nichts zu tun haben ich wollte nur äh, seriösen investigativen Journalismus und, äh, und äh, wissenschaftliche Bücher haben und selbst selbst dann wenn man diesen ganzen gerade den europäischen Verschwörungsblödsinn da diese schlechten Publikationen, selbst wenn man die außer Acht lässt und nur sich, sich richtige Fakten anguckt, aus guten Büchern, selbst dann fällt man aus allen Wolken und ist schockiert. Wenn man allerdings entdeckt, okay, amerikanische Literatur, es gibt eine seriöse äh, Verschwörungsforschung, vers seriöse Historiker, die dann ans Eingemachte gehen, dann ist man natürlich da eine ganze Ecke weiter. Und viele Europäer, europäische Heinys, äh, David Icke. Was hat David Icke groß gemacht, äh, als er in den 90ern auf der Bildfläche erschien, als Verschwörungstyp. <laughs> David Icke hat, 20, aus, hat, hat Sachen genommen aus 20 Jahre alten Verschwörungs- 20 Jahre alten Verschwörungsbestsellern aus Amerika. Ist dann wie viele, viele, viele andere Leute jedes Jahr gepilgert in den Dschungel, hat sich dann da voll die Kante gegeben mit Rauschmitteln und ähm, hat diese diese Erfahrung dann völlig überinterpretiert äh, und mischte dann halt eben einen Haufen abgedroschener Esoterik mit rein. Äh, und das ist dann so quasi das Aushängeschild der europäischen Verschwörungsszene. Halleluja! Und ähm, ja und da gab es in der europäischen Verschwörungsszene gab es immer wieder rechte Einflüsse, also ultrarechte Einflüsterer, die dann sich so darunter gemischt haben und andere Figuren beeinflusst haben und da kam auch ja kam Falschinformationen rein, Rassismus mit rein, viele falsche Hitler Zitate und Hitler Anekdoten mit rein. Also dann diese ganze äh, Hitler-Kult mit rein, das irgendwelche Außerirdischen und so eine außerirdische, arische Herrenrasse und so, so, so Zeug halt eben. Also wurde viel, viel Mist mit reingemischt und das bremste eben die seriöse Verschwörungsforschung, das bremste die Verschwörungsszene insgesamt sehr, sehr stark. Ähm ja, und jetzt haben wir halt eben dann. Durch 9-11 und durch die ganzen anderen Sachen eben eine viel, viel größere, viel größere gewachsene Verschwörungstheoretiker-Szene, wie auch immer man sie nennen möchte. Und natürlich werden die deutschen Geheimdienste da hellhörig und denken sich, hm, da müssen wir, da müssen wir rein, da müssen wir äh, da brauchen wir V-Leute und da, da brauchen wir irgendwelche anderen Assets drin. Also muss man da schon recht gut aufpassen. Um, und genau hingucken natürlich dann äh, im Zuge der, der, des üblichen Amateurhaften Vorgehens in der Verschwörungsszene jeder beschimpft den anderen als Agenten wenn man nicht immer einer Meinung ist also zum Beispiel ähm, ja äh, wenn man jetzt nicht auf diesem, diesem Reichsbürgertrip ist und diesen, diesen ganzen Unfug befürworte, dann heißt natürlich dann du seist du bist ein Agent äh, äh, anders kann man sich das nicht vorstellen, das ist diese Sektenmentalität, diese Kultmentalität, wenn du nicht äh, äh, diese, diese Dogmen unterstützt, dann bist du da automatisch der Feind und so weiter, also man muss da genau hingucken, man muss halt eben auch gucken, wer sind diese ganzen komischen Einflüsterer und komischen Freunde, Alex Jones meinte vor kurzem, ich, äh, ich habe die tollsten Quellen äh, äh, die Quellen aus dem Secret Service und äh, ganz hohe Quellen und ich bin so toll und meine Quellen sagen mir, Putin ist gut und äh, die ganzen heftigen Insider haben jetzt ihre Meinung zu Putin geändert und. Äh, äh. Und so lässt sich Alex Jones dann beeinflussen. Und diese Einflüsterer, also ehemalige kalte Krieger, also gemeinsam ehemalige Staatsbeamte, ehemalige, was ich, Geheimdienstler, FBI, CIA im Ruhestand, wer, ich weiß nicht genau, wer Alexes Quellen sind, aber den Beschreibungen zufolge halt Leute aus der Regierung, Oder ehemalige Leute aus der Regierung. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Man kann sich da nicht einfach so äh, komisches Lob auf, auf, aufs Brot schmieren lassen von wegen, oh Alex, also äh, 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 so an Alex Jones gerichtet, hey Alex, ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Wladimir ähm, Putin deine deine Dokumentarfilme anguckt und deine Radioshow hört. Come on! <laughs> Wladimir Putin braucht keine äh, Putin braucht keine Alex Jones schon. Wladimir Putin braucht keine Alex Jones Dokus. Äh, natürlich ist bekannt und das ist öffentlich bekannt. Äh, Putin liest äh, recht viel Presseveröffentlichungen, äh, meistens über sich selber. Er ist ja sehr sehr narzisstisch. Also aus den großen Blättern, dann natürlich wahrscheinlich auch, sind vielleicht manchmal Stories aus den alternativen Medien darunter. Es ist natürlich, natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Putin schon mal eine Infowars-Story auf dem Tisch liegen hat. Aber im Endeffekt, äh, Putin hat genügend professionelle Analysten. Putin hat die ganzen, diesen ganzen Spionageapparat unter seiner Kontrolle, den elektronischen Spionageapparat, die ganzen Assets. Das Putin-Regime beeinflusst ja auch Alex Jones. Also, diese ganzen komischen Putin-Propagandisten haben ja Alex Jones im Laufe der Zeit umgarnt und sich Glaubwürdigkeit erarbeitet mit dieser George W. Bush-Kritik und haben dann immer wieder anderes einfließen lassen: diese, diese, diese Entschuldigungen des Putin-Regimes und die Bewerbung des Putin-Regimes. Also, man kann sich doch nicht so einfach. Veräppeln lassen, ja. Von, von wegen Putin. Br Putin ist begeistert von Alex Jones Arbeit und er konsumiert und diese Arbeit von Jones und, und lernt dadurch einiges. Come on! Um, oder dann Steve, Dr. Steve Pachinik wird dann eingeladen von Alex Jones, ein ehemaliger totaler Insider. Council on Foreign Relations, psychologische Kriegsführung und, und der ist jetzt halt angeblich so kritisch geworden. Und da gibt es irgendwie so einen hohen Militäroffizier, der jetzt halt eben auch so kritisch ist und so weiter. Und all diese komischen Figuren, ja, liefern, liefern so Munition, also bildlich gesprochen, liefern Munition für die alternativen Medien. Und da muss man ganz, 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 ganz dick aufpassen. Und ich weiß, es ist, ich weiß nicht genau, was ich zu halten habe von Helmut Röver, weil das meiste von seinen seine Worte, ja, okay, pff, nette Bücher, halt nichts Neues. Und auch in diesen Interviews, er erzählt nur Bekanntes. Er erzählt überhaupt nichts Neues. Also die Sachen, wo er sich dann darüber beschwert und, und Sicherheitsbedenken der Polizei, das ist alles schon öffentlich. Also schön und gut, was er sagt, aber. Was hat er denn in seiner Vergangenheit getan? Passt das zusammen zu seinen Worten? Weil er ergibt sich als der große Patriot. Und ähm, was hat er getan und was tut er jetzt? Was ist sein Game? Sorry, dass ich da nachhake. Also Röver gibt sich so, also so ein bisschen als Whistleblower, der jetzt warnt, dass gerade der Rechtsstaat verlassen werde. Und Kollegen sind geschockt über den neuen Wind. Der in den Behörden weht. Er spricht in dem Interview über Deutschlands ungesicherte Grenzen, die Nichteinhaltung gültiger Asylgesetze, Straftaten, die rechtswidrig nicht verfolgt werden, Altkommunisten in den Medien und so weiter. Okay, schön und gut. Er hat natürlich Recht damit und spricht das aus, was aus Behördenkreisen ohnehin schon in der Presse gelandet ist, wie die Furcht vor staatsgefährdenden Folgen der unkontrollierten Zuwanderung und der oft fehlenden Prüfung der Flüchtlinge und Migranten. Politiker trauen sich nicht, harte Maßnahmen durchzuführen, so Röver. Er erwartet die Rückkehr von Bürgerwehren. Ja, das ist jetzt auch in der Presse. Ähm, ähm, er, äh, er, fürcht, also er erwartet die Rückkehr von Bürgerwehren. Er erwartet eine zunehmende Bewaffnung. Ich meine, das ist alles bekannt. Am Schluss meint er, ein zu heftiges Vorgehen der Regierung gegen das eigene Volk, also rein hypothetisch, äh, wenn jetzt die Politik irgendwie die Beamten aufs Volk hetzen äh, würde, das würde rein hypothetisch im Extremfall zu einem Umsturz führen, da viele Beamte, so meint Röver, sich dann weigern täten. Also so in etwa, das ist jetzt nicht, nicht ein direktes Zitat, das kann sich jeder äh, selber durchgucken, ist ein bisschen paraphrasiert. So in etwa heißt es in dem Interview. Und natürlich jetzt der Thüringer Verfassungsschutz, also. Rövers ehemalige Behörde sagt jetzt: Oh Gott, was Röver da sagt, das, das könnte heikel sein. Wir werden das jetzt prüfen und eventuell dann alles beobachten, was Röver so von sich gibt. Also, Röver macht sich da jetzt beliebt in der konservativen Szene, trotz dieser ganzen Vergangenheit mit dem Thüringer Heimatschutz und NSU-Kiste und so weiter. Ähm, Röver macht sich jetzt beliebt und er kann jetzt halt eben sich noch einen weiteren Orden an die Brust heften. Oh, die Behörden sind hinter mir her. Hm. Tja. Hm. Und äh, ja, äh, auch beim Kompakt-Magazin von Jürgen Elsässer werden regelmäßig Rövers Kommentare veröffentlicht. Was er doch ein bisschen verwundert, da das Blatt sehr viele Skandalmeldungen brachte. Über den NSU-Skandal und immer wieder unter anderem hingewiesen wurde auf die Aktivitäten des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen, welches Röwer von 1994 bis zum Jahr 2001 leitete. Elsässer fragte zum Beispiel im Kompakt-Sonderheft Nummer 1, warum Staatsagenten den Staatsfeinden beim Morden helfen. Zitat: Die einfachste Erklärung, weil sie dadurch mithelfen können, die gesamte Linke oder die gesamte Rechte unmöglich zu machen. Kai Voss schreibt in der Sonderausgabe: Zitat, das Zwickauer Trio steht im Verdacht, für den Verfassungsschutz gearbeitet zu haben. Umgekehrt finden sich auf seiner Todesliste bekannte Kritiker der Schlapphutumtriebe. Hm. Voss zitiert auch Karl Friedrich Schrader, Abteilungsleiter Rechtsextremismus beim Thüringer Verfassungsschutz, mit der Aussage vor dem Untersuchungsausschuss über seinen ehemaligen Chef Röver. Zitat, Röver hatte eine eigene Quelle, die keiner kannte, der hieß Günther. Alle im Amt wussten von der Quelle Günther und dass sie gut bezahlt wurde, aber keiner kannte sie. Also unter Röbers Verantwortung warb äh, das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen diverse V-Männer in der rechtsradikalen Szene Thüringens an, unter anderem Tino Brandt, damals Anführer, wichtige Figur im Thüringer Heimatschutz, Landesvorstand der NPD. Er bekam 200.000 D-Mark für seine Arbeit, Geld, das nach Tino Brandts Angaben in den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes floss. Selbstverständlich wollte die Politik einen Fallguy, einen Sündenbock, auf dem man das Fiasko um den NSU und den Thüringer Heimatschutz abwälzen konnte. Und Röver kam da gerade recht, als Fallguy, als Sündenbock. Am einfachsten war es, ihm Inkompetenz vorzuwerfen. Also im Auftrag des thüringischen Innenminister, Innenministers Christian Köckert von der CDU untersuchte der ehemalige hessische Justizstaatssekretär Karl-Heinz Gasser auch von der CDU im Jahre 2000 Rövers Amtsführung. Und kam in seinem Bericht zu einem vernichtenden Ergebnis. Gravierende Fehler bei Personalwahl, Struktur und Führung. Misslungene Neuausrichtung des Landesamtes. Also, das ist für die Politik natürlich dann das Eleganteste. Röver sei äh, nicht gut genug gewesen. Und deswegen hatten wir dieses Fiasko mit dem NSU. Die Linken kochten natürlich vor Wut über den Nationalkonservativen und warfen ihm vor, auf dem rechten Auge Seeschwach gewesen zu sein. Andererseits ist es attraktiv für Geheimdienste, ihre Quellen möglichst weit nach oben zu bringen. Da macht man sich die Hände schmutzig. Es war ausgerechnet eine Zeitung, die den Vormann Tino, Tino Brand enttarnte. Wer weiß, wie weit es Brand als Quelle des Thüringer Verfassungsschutzes gebracht hätte. Womöglich wäre Brand nicht nur in die deutsche Bundesliga der Rechtsextremen aufgestiegen, sondern sogar eine international vernetzte Figur geworden. Amerikanische Ku Klux Klan-Gruppen versuchen seit mindestens Anfang der 90er Jahre in Deutschland Strukturen aufzubauen, während die Russen ganz versessen darauf sind, Europas Rechte unter dem Banner Eurasien zu rekrutieren. Am Ende müssten vielleicht die Linken in Deutschland noch Röver dankbar sein für dessen Kampf gegen rechts. So genau weiß man das nicht. Schwierig einzuschätzen. Äh, natürlich läge <laughs> es auch im Interesse der deutschen äh, Geheimdienste. Ähm. Deshalb die rechte Szene zu unterwandern, weil man dann Agenten schicken kann nach Russland. Ähm, ist Röver inzwischen zu belastet, um in seinen Interviews den Nationalkonservativen zu nützen? Er erzählt, was die Nationalkonservativen sowieso schon wissen und übt keine sonderlich große Anziehungskraft aus auf Unentschlossene und die äh, äh, politische Mitte. In erster Linie gewinnt er mit seinen Auftritten das Vertrauen der nationalkonservativen Szene zurück und verheißt, dass genügend aktive Beamte im Ernstfall nicht auf geheißte Regierung gegen das Volk tätig sein würden. Er gibt zwar keine Anzeichen dafür, dass er eine politische Karriere anstrebt, aber er wirkte. Er wirkt zumindest wie eine Art Beraterfigur, sowohl durch seine Kontakte als auch durch seine geheimdienstlichen Fähigkeiten und seine akademischen Titel. Seine Fähigkeiten als Historiker, ja, sind okay, macht halt, bringt halt nichts großartig Neues. Seine Arbeit als Geheimdienstler war, na ja, geheim. Man muss sich also gut überlegen, welche Rolle man ihm in der konservativen Szene zugestehen will. Und generell, es ist äh, gerade bei Putin-Propagandisten, die kriegt man ganz einfach ins Interview. Man schreibt eine E-Mail, kriegt eine Zusage, boom Interview. Sehr schön im Kassen. Ähm, da muss man eben ganz, ganz gut aufpassen und sich nicht, äh, sich nicht manipulieren lassen. Okay, das war's für heute. Äh, wir sind zurück. Nächsten Montag 19 Uhr. Montags und Donnerstags 19 Uhr. Aus, außerdem nächsten Montag äh, äh, geplant auch 21 Uhr abends unserer Zeit bin ich live in der Alex Jones Show. Paul Joseph Watson nochmal gesondert darauf hinweisen, vergessen Sie nicht, Ihr Einkauf im Recenter Shop macht unsere Medien möglich, also schauen Sie rein, shop.recenter.com 6% Rabatt auf Ausrüstung bis 8. Januar 2016, der Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen, ähm, holen Sie sich äh, holen Sie sich Mace Takedown Extreme, holen Sie sich Saber Red, holen Sie sich äh, was, was nützlich ist, ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs, Zuhören, fürs Zuschauen ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende.